Flüssigkeitsbasisrohr. Da brauche ich jetzt erstmal ein paar Stück von. So, 4 Stück noch. Ich bin ja eitel, ne? 2 Stück am besten. Bist ja weg, du störst nur. Dann werde ich brauchen... Achso, ich habe keine Dichtung mehr. Missing eine Dichtung. Kakteen wolltest du auch besorgen, ne? Hattest du gerade gesagt? Ja. Das ist gut. Jetzt haben wir nämlich gar keine mehr. Genau ein Stack voll hat er. Das ist schön. Induction Smelter. Wo war jetzt das Dorf? Ach, hier ist eine Feuerbombe, Feuer. Wir brauchen alles. Feuerblumen? Wir brauchen alles. Pack ein, nee, was du kriegen. Das sind keine Feuerblumen hier, das sind ja. Nein? Bienenstöcke. Ja, das ist ja fast dasselbe. Hier sind Feuerblumen. Tü-tü-tü-tü-tü, Kaktusgrün. Hat nicht Klick gemacht, sag ich doch. Eine Dichtung. Zweite Dichtung, den können wir rausnehmen. Huch, halt, gehst du hier? Da ist auf der Karte mein kleiner Freund Emen gezeigt. So, jetzt brauche ich noch und ein bisschen Basisrohre. Was? Ach, die schon wieder. Ja, die schreien immer noch, obwohl die noch schon tot sind lange. Ach so. So, warte mal, wie mache ich das jetzt am dümmsten weiter? Da muss ich jetzt erstmal die Flüssigkeitsbasisrohre anbauen. Dann ich habe mich jetzt, da ist das Dorf. Ich muss sonst, ich habe mich in der Wüste verlaufen, ich finde das Dorf nicht wieder. So, nichts ist unmöglich. Ich brauche da ein Basisrohr. Da muss ich das Ding jetzt erstmal einstellen. Und zwar auf Wasser muss ich den einstellen. Und den hier möchte ich einstellen auf... Was machst du da eigentlich? Hm. Ach, du bist am Essen. Ah ja. Ja, immer noch, aber ich schmier das Mikrofon mit Brot ein. Das ist nicht gut. Was war das jetzt? Gleich wieder. Stehendes Öl. Jawohl. Moment. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Essenz, Mushroom, Biofuel, Biomasse ist auch nicht das Richtige. Wo ist denn das Zeug jetzt hier? Latex, Samenkernöl, Fruchtsaft, den habe ich gesucht. Das ist auch wieder sauber. Sauber, sauber ist das, sagt er. So, das heißt, ich muss hier den hinbauen. Da muss ich was hinbauen. Da muss ich was hinbauen. Da und da. Ich muss ja nur das Feld wieder finden, wo ich die Kartoffeln und Karotten eingesät habe. Theoretisch müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Praktisch? Ja, praktisch wahrscheinlich nicht, aber... Da ist noch ein Feld. Das tut er nämlich nicht. Ich brauche wirklich ein Flüssigkeitsversorgungsrohr. Schade. Ist ja immer noch nicht gewachsen. Jetzt brauche ich doch ganz dringend Gold. Na? Ja, ich komme gleich wieder zurück. Das ist schön. Nehmen wir Salpeter hier noch mit. So, ich brauche 2 Holzröhren, brauche ich gleich. Ich nehme jetzt die Kartoffeln. Dann musst du dich vielleicht einmal beschäftigen mit Kartoffeln. Mit Kartoffelanbau. Kartoffelanbau, ja, da könnte ich dann mich da auch noch gleich drum kümmern, hier nebenbei, solange ja noch kein Gold ist. Die Zeit habe ich dann ja gleich. So, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass, dass ich den da unten rausmache. Wie viel haben wir hier noch drinne? Auch 70 Liter Bioethanol haben wir hier noch. Das heißt, ich kann eigentlich erstmal zusehen, dass die... So, oh, wir haben Smolzberg. Mit Wasser hier erstmal aufhört. Da drinne. Muss das Ding anders funktioniert. Kupfer. Den habe ich gefunden. Das ist auch schon mal sehr schön. So, pass mal, Kleiner. Ich werde mal. So, der muss einmal so. Dann brauche ich jetzt 2 Holzröhren, die ich da einbauen werde. So. Haben wir natürlich keine mehr von. Kakteen sind im Lagersystem. Alles klar. Und Äpfel und Karotten und Möhren, warte mal, noch nicht. Und Karotten und Kartoffeln kannst du auch anbauen, die sind auch drin. Das ist auch sehr schön. Jetzt dann das Wasserrohr so, da wollen wir das mal machen. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung es nach Hause geht. In die Richtung Norden.
bin wahrscheinlich Millionen Blöcke von dir entfernt. Möglich wäre es, ja. Ich bin bei plus 48 plus 3228. Bei was? Plus 48? Ja. Plus 3100. Ja, dann bist du also schätzungsweise 2000 Blöcke weg von zu Hause. Jo. Du bist aber schnell hingekommen. Hast du dich immer rübergeblippt oder wie hast du das gemacht? Jetpack on. Ach Gott. Vorwärts Marsch. Geht natürlich auch dann, ja. So, jetzt muss ich mir erstmal hölzerne Röhren fertig machen. Es geht sogar sehr gut. Dann haben wir das. Dann brauche ich noch pulsierende Chipsätze, werde ich jetzt auf jeden Fall brauchen. Stelle ich mir hier irgendwo einfach in die Erde mal bauen und einfach pulsierendes mal gucken, was da so ist. Eisernes Undgatter ist schon mal eine Idee. Hier fliegen wir ganz schnell weiter. Ich hab da unten im Sumpf was gesehen. Hat er was gesehen? Was hast du dann gesehen? Eine Hexe. Hexenhaus. Ach, Hexenhaus. Hexenhaus, Hexenhaus, ja, da guckt die Hexe raus. Ja. Jetzt muss ich mir. Krabbe ich mal einfach hier durch den Berg, mal sehen, was passiert. Eisernen Redstone-Chipsatz machen. Da habe ich nämlich auch keinen mehr drin hier, okay. Ja, das wird jetzt eher noch eine Runde dauern, aber zumindest kann ich dann mit dem ersten schon mal anfangen. Flüssigkeitsanbieterrohr werde ich noch brauchen. Und den anderen Tank werde ich brauchen. Gut, dann muss ich mir jetzt erstmal wieder ein Flü... Ne, kann ich hier natürlich nicht. Flüssigkeitsbasisrohr muss ich erst wieder haben. Da fehlen mir wieder die Kaktanten für. Kohle hätte ich schon mal gefunden. So, Basis. Flüssigkeiten, Basisrohr. Da muss ich mir jetzt erstmal ein paar von machen. Und mir fehlen wahrscheinlich Eimer, richtig? Mir fehlen Eimer. Ja, das ist ja toll. Dann brauche ich Eisen. Mir fehlt Feder in Place Zwingertable. Tü-tü-tü-tü-tü. Requested 64 Eisen. Da kommt das erste Eisen schon angeschossen. Da war noch anscheinend noch ein bisschen was drin. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar. So, Flüssigkeitsbasisrohr. Und dann muss ich daraus machen gleich das Anbieterrohr. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt muss ich haben das. Wo ist denn das? Hallo, Anbieterrohr, wo bist du? Den muss ich haben. Requesten wir das mal. Ja, jetzt hat er das Flüssigkeitenbasisrohr noch nicht, weil dieses System einfach lahmarschig ist hier gerade. So, bauen wir uns das Ding auch mal eben fertig hier. So, jetzt habe ich das Anbieterrohr. Ich habe das. Jetzt brauche ich nochmal zwei Aimer. Da muss ich jetzt gleich Wasser reinfüllen. Können wir ja eigentlich gleich hier wegnehmen. So. Falls mich einer fragt, wo ich bin, kann ich nur sagen, irgendwo. Irgendwo. Irgendwo ist schon mal... Irgendwo im Nirgendwo. Ach, irgendwo im Nirgendwo. Das klingt schon fast, also... Ne? Klasse. Und so? Hier bin ich gekommen. Was ist das denn hier? Oh. Oh. Okay. Wir haben hier anscheinend neben einem riesigen Apatitvorkommen gebaut. Das reiße ich mal eben aus der Wand hier. Gerade beim Ausbau unseres Kellers hier auf Apatit gestoßen, und zwar nicht wenig. Aufbau unseres Kellers? Also Ausbau. Ausbau. Nicht Aufbau. So, nach Hause geht's ungefähr in die Richtung. Das ist immer gut für die Baumfarm, so viel Apatit.
guten Appetit, sag ich dazu nur noch. Ich wollte es gerade bringen. Ich wollte es gerade loslassen. Ja, ich war schneller. Hätte eigentlich heute gleich halt mal meinen Mund, bevor ich hier werde, ne? Warum? Das Niveau zugrunde geht. Pff, als wenn das noch zugrunde gehen könnte. Huch. Nee, wir schluchten. Irgendwo eine Höhle gibt, bin ich dabei, Mann, hier oder hier. Guck jetzt mal absichtlich nicht nach, wie viel Appetit ich jetzt schon gerade angesammelt habe, dann ist die Überraschung gleich umso schöner. Ich habe 3000 Appetit eingesammelt. Das ist immer eine Überraschung. Fast wahrscheinlich, ne? Also auf ein paar hundert werde ich definitiv kommen. Ich will jetzt eine Höhle haben, ich bin 800 Meter von zu Hause weg. So, ich habe 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Stacks und 7 einzelne Appetit habe ich. Also fast 600, ne, Appetit. Der hat sich gelohnt jetzt gerade hier. So, hier das ist kürzester Zeit. Ja. So, hier muss ich jetzt erstmal das so hinhaben. Dahinter möchte ich das Wasser haben. Dazwischen kommt der Aquarius Accumulator. Hier ist ja auch keine Höhle. Da drauf kommt er hier. Er kann sich dann nämlich füllen. An die Seite kommt das Flüssigkeitsanbieterrohr. Und dann kommt dazwischen. Ah, das ist das, was ich noch logistische Basisrohre. So, dann haben wir das. Dann muss ich jetzt zusehen, dass ich mit den hölzernen Wasserrohren hier weiterarbeite. Dann brauche ich noch ein eisernes Wasserrohr, werde ich noch brauchen. Obwohl, ich kann das eigentlich auch so machen, das würde auch funktionieren. Obwohl, nee, das mache ich anders, da kommt mir ein eisernes Wasserrohr auf jeden Fall hin. So, dann haben wir das schon mal angeschlossen. Ja, das funktioniert, okay. Aber so mich überrascht hier nix. So, dann brauche ich jetzt noch wieder erstmal Platz im Inventar. Kann der Appetit hier erstmal weg? Eine schöne Höhle. Das können wir alles hier reinschmeißen. Schöne Höhle. Schöne Höhle. Mit viel Eisen und so und so. Mit viel Eisen? Mensch, das ist ja... Dass ich jetzt immer hinfliegen muss zu dem Eisen. Muss mal eben gucken, das ist hoffentlich nicht in die Lava fällt, nee, sieht nicht so aus. Ging. Eisernes Undgatter. Eisernes Undgatter muss ich jetzt erstmal noch bauen. Machen wir das mal eben so. Dann kann er das hier auch noch fix durchbraten. So, was brauche ich als nächstes? Ich werde auf jeden Fall jetzt brauchen ein eisernes Transportrohr, was ich mir umbaue zu einem eisernen Wasserrohr. So, das steht auch schon richtig, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann brauche ich als nächstes ein pulsierendes Gatter. Das wird dahin kommen. Dann kann ich ihm hier nämlich sagen, wenn Liquid and Tank wirst du Energy pulsen. So, und wenn Liquid and Tank wirst du mir, ja, das kann ich gleich erst machen, weil ich dafür erstmal noch das Red Kabel brauche, das rote Rohrkabel, das war das Wort, was ich gerade suchte.